Grüßt euch, Freunde, und herzlich willkommen zum dritten Teil der PTU 3.17 Tutorials. Heute soll es mal um eins der neuen Schiffe gehen, die mit der 3.17 den Weg ins Wörth gefunden haben. Und zwar der allseits bekannten und beliebten Misk Hull A. Da vorne steht sie auf Pad 1 vor diesem wunderschönen Wolkenpanorama von Hurston. Ist das nicht fantastisch? Ich finde, Hurston hat somit nochmal richtig an Attraktivität gewonnen, auch wenn diese dunklen Wolken ja nicht unbedingt zum Durchfliegen einladen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute soll es wirklich mal um die Misk Hull A gehen, dem ersten der 5 Hull-Serien oder Hull-Schiffen, die vom Musashi Industrial and Starflight Konzern ins Wörth kommen werden. Die Hull A ist die kleinste Variante und somit auch das Einsteigerschiff hier in diesen Transportbereich. Und das Ganze geht dann bis zur Hull E. Das ist dann die größte Variante. Wann die kommen wird, das kann ich euch nicht sagen. Die nächste wird dann wahrscheinlich erstmal die Hull C sein. Das Besondere an diesem Schiff ist, dass sie, wie gesagt, sehr klein ist und für diese Größe sehr viel Fracht transportieren kann. Wir können hier nämlich insgesamt 64 Standard-Cargo-Units mitnehmen. Und das Besondere ebenfalls an diesem Schiff ist, dass diese Frachteinheiten nicht im Schiff sind, sondern außen dran klippen. Und das schauen wir uns heute in dieser Folge einmal etwas genauer an. Ich werde euch so ein bisschen was über das Schiff erzählen. Wir gucken uns so ein bisschen die Designmerkmale an, denn wir sehen ja das typische Misk-Design hier. Wir erkennen Merkmale der Prospekta wieder. Wir erkennen Merkmale der Starfarer wieder, wie hier zum Beispiel diese Streben hier hinten um die Triebwerke rum. Die Hull A hat vom ursprünglichen Designkonzept wirklich einen enormen Sprung nach vorne gemacht, finde ich. Ich blende euch hier mal ein altes Konzept ein davon und ich finde, die sieht jetzt schon tausendmal geiler aus als damals, muss ich sagen. Ne, sie hat hier hinten auch ein zusätzliches Doppeltriebwerk dazugekommen, hier unten. Damals gab es, glaube ich, nur dieses eine Konzept. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass hier auch wieder Xi'an-Technologie verbaut wurde. Wir haben hier hinten das Haupttriebwerk in der Mitte, was auch wunderbar hier animiert ist durch diese Klappen. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Wir haben an der Stelle hier oben den Output, den Auslass der Gegenmaßnahmen. Also hier könnt ihr die Noises und die Decoys abschießen. So ein bisschen Licht hier drinne. Und wir sehen hier drinne auch schon die Frachteinheiten. Da, wo wir letztendlich die Kisten dran klippen können, die sind hier eingefahren unter diesen geschützten Streben. Und dann haben wir hier eine Menge VTOL-Triebwerke dran. Hier, das sind diese Dinger, die sind beweglich und die sorgen dafür, Manövertriebwerke. VTOL haben wir auch, aber das sind die Manövertriebwerke, die beweglichen, die sorgen dafür, dass wir links, rechts draven können, dass wir beweglich sind, noch ein bisschen agiler und ein bisschen manövrierfähiger. Und wir haben hier aber auch VTOL-Triebwerke dran. Einmal ein Doppeltriebwerk hier unten drunter, da sitzen diese beiden und auf der anderen Seite natürlich auch. Und das Ganze haben wir hier auch vorne noch. Und das sorgt dafür, dass dieses Schiff, wenn es dann auch beladen ist, auch in einer Atmosphäre einfach oben bleibt und nicht einfach gnadenlos absinkt. Ne, hier unten haben wir dann nochmal zwei. Und hier vorne sitzen dann noch die Gegenschubdüsen drinne. Dann haben wir hier noch zwei Lichter vorne drin, die können wir dann auch nochmal anmachen. Die sind jetzt noch nicht an, das ist eher so ein Standby-Licht, würde ich sagen. Dann haben wir hier vorne das Cockpit, was für den Musashi Industrial and Starflight Konzern schon relativ übersichtlich und schön gestaltet ist, wenn wir da mal an die Freelancer-Varianten gucken. Aber ich denke mal, auch die werden noch eine kleine Überarbeitung bekommen. Dann haben wir hier vorne zwei Waffen dran, die meines Erachtens ja, sich der Hersteller auch hätte sparen können. Denn erstens wollen wir mit so einem Schiff wirklich nicht in den Kampf geraten und zweitens wollen wir damit auch nicht kämpfen. Das sind auch nur zweimal DR Model XJ1 Repeater, das sind Distortion Repeater, mit denen wir letztendlich die Schilde anderer Schiffe ausschießen können. Aber auch das ist eine Sache, die werden uns da, das wird uns nicht wirklich helfen. Deswegen hätten sie das sich auch komplett sparen können, finde ich. Ne? Da bin ich auch komplett der Meinung vom Psychshot, der hatte das, glaube ich, irgendwann auch mal gesagt, gewisse Schiffe, die brauchen einfach keine Waffen, weil das willst du damit. Ne? Vor allen Dingen, das ist ja,
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wen man damit erschrecken will. So, dann haben wir insgesamt 4 Landefahrwerke. Hier eins vorne in der Mitte, dann 2 und eins hinten an dem Modul auch nochmal dran. Der Schwerpunkt ist relativ zentral. Das heißt, wenn ihr landet und manchmal auch, wenn ihr startet, kann es halt sein, dass ihr so ein bisschen nach links und rechts kippt. Das gucken wir uns aber nochmal an. Auch aerodynamisch ist dieses Schiff nicht unbedingt ein Meisterwerk, ne, mit diesen kleinen Flügelchen. Aber das muss es auch nicht. Die HAL-Serie ist generell dafür konzipiert, Langstreckenlieferungen zu machen, also wirklich auch systemübergreifend. Und das ist eigentlich auch schon mit der HAL-A so. Wir haben ja auch einen Jump Drive drin. Da geht es wirklich auch um Langstrecken und nicht um Kurzfrachtschiffe. So zumindest sind die mal spezifiziert worden. Zur Länge, Höhe und Breite kann ich euch noch nichts sagen. Da gibt es noch keine Informationen zu. Ich könnte euch jetzt natürlich die alten Daten sagen, aber ich denke mal, die sind nicht mehr wirklich aktuell. Deswegen warten wir da nochmal, bis das Schiff dann wirklich offiziell announced wird. Und dann gibt es auf jeden Fall da bestimmt neue Informationen zu, die ich euch natürlich mitteilen werde. So. Dann haben wir hier vorne den Haupteingang. Das ist ein Airlock, den wir wahrscheinlich später dann auch mit kleineren Airlocks koppeln können. Wir können hier mit diesem Knopf über EVA einsteigen und hier unten haben wir ebenfalls noch einen Knopf, wo wir dann so einsteigen können. Und hier auf der rechten Seite haben wir dann noch den Escape Point. Also hier auf der hinteren Seite im Schiff befindet sich das Bett und das ist dann auch gleichzeitig der Escape Pod. Wenn es mal wieder bremslich wird, dann können wir uns hier in der Seite rausschießen und sind hoffentlich in Sicherheit, ne? Denn das Leben ist letztendlich mehr wert als die Fracht, sollte zumindest so sein. Und hier wird sich das ganze Schiff dann gleich auseinanderfahren und die Einheiten für 64 Standard Cargo Units freigeben, beziehungsweise die Gravlev Pads, so nenne ich sie mal, wo dann die Fracht dran sitzt und das werden wir uns jetzt einmal angucken. So, dazu steige ich mal ein, werde mich jetzt mal zu einem Außenposten begeben und an dieser Stelle sehen wir uns dann gleich wieder. Keine Sorge, das ganze Interior gucken wir uns dann noch unten auf dem Planeten in Ruhe an. Also bis gleich. Ja, Freunde, wir sind auf dem Anflug nach HDMS Edmonds und dort werden wir jetzt mal ein bisschen Fracht an dieses Schiff packen. Aber vorher gucken wir uns natürlich erstmal diese fantastischen Wolken an, Freunde. Guckt euch das mal an. Ich finde, das sieht sehr, sehr geil aus. Klar, es kriselt noch so ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, die Atmosphäre, die durch diese Wolken entstehen, ist einfach enorm cool. Und ich kann euch sagen, das ist alles erst der Anfang. Wenn wir noch diese verschiedenen Wettereffekte reinkriegen, verschiedenste Wolken, Jahreszeiten, das wird alles so cool werden. Ne, also wirklich fantastisch. So, genug geträumt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier nicht vorbeifliegen. Da müssen wir hin. Da ist diese Station. Da werden wir jetzt mal landen und uns das Schiff dann einmal beladen. Ne, ich hatte euch ja schon gesagt, die Triebwerkeffekte sind fantastisch geworden. Ne, ich werde da mal so ein bisschen ranzoomen, dann sieht man das ein bisschen besser. Gucken wir mal, was wir hinkriegen. So, ne, guckt euch das mal an, wie geil das aussieht. Nur wenn ich jetzt mal booste zum Beispiel, ne, ist ja wohl ein Träumchen. Ne, auch wie das Ganze animiert ist und so. Ich finde, da haben die Entwickler wirklich, ja, es ist eine Meisterleistung. So, hier könnten wir theoretisch jetzt eine Landeanfrage erbitten. Aber Freunde, ich kann euch sagen, das könnt ihr euch sparen. Warum könnt ihr euch das sparen? Weil er euch da eh nur eine Landeerlaubnis direkt auf den Pads gibt, wo ihr die Fahrzeuge spawnen könnt. Und das macht eigentlich nicht so viel Sinn bei dem Schiff. Ich denke mal, das wird alles später dann noch überarbeitet. Ne? Und jetzt momentan geht das halt noch nicht so wirklich gut. So, wir werden mal hier jetzt erstmal eine smoothe Landung hinlegen. Ich kann mal versuchen, auf dem Pads zu landen. Allerdings war das jetzt bei den Versuchen vorher immer so, dass auf den Pads das Schiff dann relativ weggekippt ist. Und das ja, möchte ich halt ein bisschen vermeiden. Aber wir können es ja trotzdem mal versuchen. Aber achtet mal bitte jetzt auf die Sounds. Die sind wirklich absolut geil.
Leute, oder? Er ist wirklich... Also, der Sound von diesem Schiff ist wirklich fantastisch. Und ihr seht jetzt schon, das ist schon ein bisschen so, steht da so ein bisschen wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Und ich vermute mal, wenn ich jetzt aufstehe, dann wird das Schiff wahrscheinlich zur Seite wegkippen. Ich mach das mal kurz. Na gut, geht. Gut, wir bleiben einfach mal stehen, mal gucken, was passiert. Aber da muss Cloud Imperium Games nochmal ran, finde ich. Das muss noch so ein bisschen besser werden. Und ja, ne, geht. So, bevor wir jetzt aber hier durch das Schiff laufen und uns auch ein bisschen Fracht besorgen, möchte ich euch einmal noch die Ausklappmechanik natürlich zeigen, die wunderbar animiert ist und wo Cloud Imperium Games sehr, sehr, sehr lange dran getüftelt hat. Und das war ja auch der Grund, warum damals die Entwicklung, glaube ich, erstmal so ein bisschen eingestellt wurde. Da ging es damals um die HAL C. Und da war es ja so, dass das irgendwie, das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Und da waren die nicht zufrieden. Und deswegen haben sie das dann erstmal gelassen. So, ich werde erstmal hier die Kamera wieder einstellen. Und dann werden wir jetzt erstmal kurz abheben. Wir können das Ganze natürlich hier oben unten auf dem Boden auch ausfahren. Aber, siehst du, da seht ihr, das meine ich. Ne, da kippt das Schiff halt weg. Und das ist halt noch nicht so optimal. Aber ich denke mal, wir kriegen das schon wieder so ein bisschen eingefangen. Hoffe ich zumindest. Ja, ansonsten geben wir einfach mal Gas. Schubber, Schubber, Schubber. Ja, das macht er halt manchmal. Das ist halt leider, ich vermute mal, das hat irgendwie noch ein bisschen was mit dem Wetter zu tun. Ja, so, jetzt heben wir mal so ein bisschen ab hier. So, ich hoffe, das wird noch was hier mit uns. Keine Ahnung, das macht er halt ab und zu noch. Aber gut, dass es passiert. Ne, dann seht ihr, wisst ihr Bescheid. So, ich werde mal so ein bisschen husten. So, jetzt haben wir uns jetzt zumindest gefangen. So. Ja, ich vermute wirklich, das hat was mit dem Wetter zu tun, dass er da noch nicht so wirklich mit klarkommt. Aber ist egal. Ne? Deswegen... landet lieber nicht auf den Pads. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man nicht auf dem Pad landet, dann hat man dieses Problem nicht wirklich. So, die letzte Minute vergessen wir mal. Wir gucken uns jetzt mal die Ausklappmechanik an. Das geht natürlich mit ausgeklapptem Fahrwerk oder auch nicht. Das Fahrwerk können wir natürlich einfahren, ne? Das können wir ja mal machen. Letztendlich kann man sagen, ab der HAL A oder beziehungsweise ich sage es anders, mit der HAL B können wir noch mit ausgeklappten Frachteinheiten und beladenem Fracht landen. Ab der HAL C wird das nicht mehr gehen. Im zusammengeklappten Zustand werden wahrscheinlich alle HAL-Varianten landen können auf Monden und Planeten, aber sobald sie beladen sind, geht das dann ab der HAL C nicht mehr. Na, also inklusive HAL C könnt ihr dann beladen nicht mehr landen, weil das einfach zu viel Fracht ist, die dann noch nach unten geht. So, und dann werde ich euch jetzt mal zeigen, wie diese Ausklappmechanik aussieht. Die ist, wie gesagt, auch sehr, sehr gelungen, finde ich. Das Ganze gibt es meines Erachtens noch nicht mit einem Hotkey. Also ihr müsst wirklich ins Interior gehen und müsst hier diesen Knopf betätigen. Und wenn ihr den betätigt, dann geht das los. Ja, Freunde. Und das sieht doch sehr geil aus, oder? Finde ich. Gefällt mir wirklich gut. Ne? Also ich muss gestehen, das Konzept damals von der HAL, so wie das dargestellt war, wie die Concept Arts aussahen, war das nicht so richtig schlüssig, ob ich das mag. Aber das hier ist wirklich ein Ergebnis, wo ich wirklich absolut mit zufrieden bin. Total geil. Ja, und hier könnt ihr dann, wie gesagt, jeweils 32 Standard-Cargo-Units pro Seite ranpacken. Und ich würde sagen, das machen wir gleich nochmal. Ich hatte es schon getestet, also ihr könnt das Schiff auch im zusammengeklappten Zustand landen, es beladen und dann ploppt das halt auf und die Ladung ist dran. Das ist eine Sache, die finde ich noch nicht wirklich toll. Ich hoffe, das ändert man noch, denn wenn man jetzt zum Beispiel einen LKW belädt und die Tür ist hinten nicht auf, dann sagt ja der Spediteur auch, sorry, aber wie soll ich denn da jetzt die Ware reinmachen? Ne? Ich denke mal, also ich würde es halt cool finden, wenn man das Schiff wirklich erstmal bereit machen muss und erst dann auch wirklich beladen kann und nicht irgendwie in jedem Zustand da irgendwie so klipp-klapp und dann ploppt das da irgendwie so ran. Aber ich denke mal, so wie ich Cloud Imperium Games kenne, ist das auch nicht im Sinne des Erfinders. So, wir machen das Ganze nochmal, fahren das Ganze nochmal ein. Zack. Dann drücken wir wieder diesen Hebel, dann fächert
das hier erstmal wieder zusammen und hat dann letztlich rum, rein und die ganze Sache zu. Und umso größer die Heil dann letztendlich wird, also mit der B, C, D und E, umso komplexer wird natürlich diese ganze Ausklapp- und Ausfaltmechanik werden. Und was auch zum Beispiel noch komplexer werden wird, dafür fahre ich das jetzt nochmal aus, so, ist dieser mittlere Strang, den man hier sieht, der da rausfährt. Der wird, umso größer letztendlich das Schiff wird, auch größer werden. Ich glaube, ab der Heil C werden wir da durchkriechen können und kommen dann in diese hintere Einheit noch ran. Und ab der Heil D und E werden wir da wahrscheinlich sogar aufrecht durchlaufen können. So war das mal ursprünglich im Konzept gedacht. Und müssen wir einfach mal abwarten, wie sie das jetzt umsetzen. Wir sehen jetzt auch ganz wunderbar, wie die VTOL-Triebwerke hier unten arbeiten, noch zusätzlich die Manövertriebwerke mitarbeiten, um das Schiff dann letztendlich oben zu halten. Und ja, Leute, sagt mir ehrlich, ist doch wirklich ein sauschönes Schiff geworden, oder? Das kann man wirklich nicht anders sagen. So, gut. Dann würde ich sagen, landen wir mal wieder. Hoffen, dass es gut geht. Wir fahren das Landefahrwerk wieder aus, dann hole ich uns mal ein bisschen Fracht und dann gucken wir uns das Ganze nochmal so ein bisschen mit Fracht an. So, erstmal gucken, wo haben wir dann das Ding, das müsste da sein. Ich lande einfach mal hier vorne zwischen und wir genießen einfach nochmal so ein bisschen die Sounds von diesem Schiff. So, hier sollten wir es auf jeden Fall beladen können, denke ich mal. Hier steht es auch irgendwie gleich stabiler. Ich weiß nicht, irgendwas hat das mit den Landepads, glaube ich, zu tun. Oder, wie gesagt, der Wind, der da so ein bisschen Probleme macht. Jetzt kann ich hier wirklich auch alles ausmachen. Ich kann aufstehen und das ganze Schiff steht stabil. Ne? So. Ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal ein bisschen Fracht und dann gucken wir uns natürlich noch den Innenbereich an. Hier gibt es auch noch eine Menge zu sehen. Aber zunächst wollen wir uns Fracht holen. Eigentlich wollte ich euch auch noch zeigen, ob, wenn wir Fracht dran haben an dem Schiff, ob dann die Fracht durch die Schilde geschützt sind. Aber leider werden die Schilde momentan in diesem Patch-Bild nicht angezeigt. Und leider habe ich auch, glaube ich, gar keine Waffe mehr dabei. Achso, ich habe eine Waffe dabei, aber ihr seht, da ist nur noch ein Schuss drin. Ne, abgesehen davon haben wir hier sowieso eine waffenfreie Zone. Aber das ist nicht das Problem. Ne? Und da könnten wir ja auch rausfliegen. Aber wie gesagt, wir können einen Schuss können wir nochmal abgeben, aber wie gesagt, ich hatte das schon getestet und da war kein Schild angezeigt. Ich vermute aber, dass letztendlich dieses Schildsystem, das Bubble-Schildsystem, was ja dieses Schiff hat, weil es halt Size-1-Komponenten verbaut hat, dass es das umgibt, würde ich jetzt mal sagen. Wäre ja Quatsch, wenn nicht. Ne? So, da haben wir die Habitations, da müssen wir nicht hin. Oh, wahrscheinlich müssen wir hier rein, vermute ich mal. Ihr müsst immer so ein bisschen Ausschau halten nach diesen Stelen. Und wenn das diese Stelen sind, die so ein oranges Licht haben, dann ist es das, wo ihr dann auch Sachen kaufen könnt. So. Und übrigens bin ich schon fast halb verdurstet und verhungert. Ne? Hier kann ich, glaube ich, auch nichts kaufen. Hier hast du mal einen Riegel für mich. Something I can help you with. Ja, ein Riegel wäre gut. Nee, will er nicht. Will er nicht. Wenn er nicht will, dann will er nicht. So, gut. Dann mal gucken hier. Was können wir denn hier kaufen? Erstmal müssen wir unser Schiff natürlich anwählen. Hier seht ihr auch nochmal, ne, die 64 Standard-Cargo-Units. Ich kann versuchen, ein bisschen ranzuzoomen. Ne, da, 64 Standard-Cargo-Units. Und das ist wirklich für die Größe so eines Schiffes echt groß. Also, das muss man wirklich sagen. Ne, ist wirklich nicht klein. Und, oder wenig, besser gesagt, da kann man schon ein bisschen was mit Karriere starten an Transportation. So, ich würde sagen, wir machen das hier mal voll mit Aluminium. Zack. Das hat wunderbar geklappt. So, irgendwie hänge ich irgendwo fest hier. Mal gucken, ob wir das Schiff schon sehen. Ne, das steht da hinter dem Gebäude. So, weil ich neugierig bin, gucken wir hier auch nochmal kurz rein. In die Lootkiste.
denn da ist ja auch eine Menge dazugekommen. Ihr seht es jetzt schon alleine, ne, was hier an Vielzahl reingekommen ist. Wir haben Getränke, saugut, ne? Das nehmen wir sofort mit, denn ich habe Hunger und wir haben einen Riegel. Ja, super, perfekt. Ne? So, dann haben wir noch einen Flair, wir haben hier einen Tütenhelm, ein paar Handschuhe, ne? Eine Mütze haben wir hier noch. Wirklich toll. Also da freue ich mich auch schon drauf, auf die Folge. Da werden wir dann zusammen, wahrscheinlich mit dem Rötti oder mit wem anders, dann losziehen und mal so ein bisschen Loot sammeln. Wahrscheinlich an den abgestürzten Caterpillar-Wracks und die dann mal verkaufen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir erstmal ganz kurz, bevor wir hier rausgehen, den Helm abnehmen. Ich sagte, den Helm abnehmen. Den Helm abnehmen, so, genau. So, und dann wollen wir mal ein bisschen was trinken, ne, damit wir hier nicht noch sterben. So, ich hoffe, er macht das auch hier. Ah, jetzt hat er das da vorne hingestellt, glaube ich. Der Trottel. Ah, ne, das ist. Dann geben wir ihm das mal hier direkt in die Hand. So. Prost. Ah, ich glaube, Da weiß ich auf jeden Fall schon, wie in einer Stunde ungefähr dann unser Urin aussehen wird. So, wunderbar. So, da müssen wir immer wieder drauf achten. Dann können wir das Ganze wieder zurückstellen. Das ist 0%, also ist jetzt eigentlich leer, aber trotzdem, ne, lassen wir mal nicht hier. Dann nehmen wir uns hier noch den Riegel. Da haben wir insgesamt 3 Stück von sogar. Und den snacken wir jetzt auch noch weg. Obwohl dieses Getränk anscheinend auch unseren Hunger gestillt hat, so wie es aussieht. Obwohl, nee, doch nicht. So, jetzt ist es auf 100%. Wunderbar. So. Gestärkt geht's weiter. Genau, die Komponentengrößen hatte ich ja schon gesagt. Bei der Miskal A ist Size 1. Die gucken wir uns jetzt innen drinne auch noch an. Crew ist natürlich einer. Ne? Logischerweise ist ja ein Einsteigerschiff für eine Person. Und die Klassifizierung ist natürlich Transportation, logischerweise. Hatte ich ja auch schon gesagt, ist eigentlich eine Serie für den Einstieg in weiter entfernte Galaxien, will ich jetzt nicht sagen, aber Sonnensysteme. So, da vorne haben wir die Fracht dran. Ja, die baut sich noch so ein bisschen auf. So sieht das Ganze dann jetzt letztendlich aus. Das ist natürlich jetzt alles noch automatisch hier dran. Später werden wir diese ganzen Geschichten dann manuell be- und entladen müssen. Ne, aber ihr seht, so sieht das aus und diese Fracht ist halt außen und natürlich dadurch auch sehr, sehr anfällig vor Angriffen. Und hier klippt die dann halt dran an diesen Magnettafeln, will ich sie jetzt mal nennen. Aber ich finde, das sieht saugut aus und wir können echt nur erahnen, wie cool das aussieht, wenn wir das irgendwann mal mit einer Hall E machen oder sogar mit der C. Auf die C muss ich wirklich sagen, freue ich mich schon fast am meisten. Das finde ich ist eine super Größe und das wird super geil aussehen. Und dann werden hier auch noch unten welche hängen und oben hängen und dann werden die im gelandeten Zustand halt, wie gesagt, nicht mehr funktionieren. So, dann steigen wir mal ein, würde ich sagen. Zack. Ah, diesen Eingang, den kennen wir ja auch von der Prospekta, ne? Der ist ja auch. Ich finde das halt fantastisch, dass Cloud Imperium Games sich entschieden hat, wirklich nach Schiff-Style Guides zu gehen, dass die wirklich sagen, jeder Hersteller hat seinen eigenen Design-Style Guide und da wirklich auch die ganzen Komponenten und diese Wiedererkennungswerte schafft. Das ist echt nicht so einfach und macht unheimlich viel Spaß, wenn man sich da mal mit beschäftigt. Also wirklich eine richtig coole Sache. So, und so sieht das Ganze dann von außen aus. So sieht das Ganze voll beladen aus. Ihr könnt das natürlich. Oh, da kommt einer. Guckt euch das an hier. Der guckt sich das jetzt an hier. Ne? So sieht das Ganze dann, wie gesagt, voll beladen aus. Ihr könnt das natürlich auch einzeln beladen, dass ihr, so gesagt, nur eine Hälfte habt. Es kann aber sein, dass ihr dann, wie gesagt, ein bisschen Übergewicht habt an der Stelle. Ne? So, dann wollen wir mal abheben. Fliegen mal so ein Stück weiter. Ja, er ist übrigens da hinten mit der 400i da. Mit dem Meridian Paint, so hieß der, glaube ich. Na, diesen ist auch sehr, sehr geil. So, dann heben wir mal ab. Da müssen die VTOL-Triebwerke natürlich jetzt ordentlich arbeiten. Dann fahren wir das Ganze mal ein hier und fliegen erstmal ein kleines Stück weiter und werden dann mit unserem einen Pistolenschuss dann nochmal kurz einen Schuss abgeben und dann mal gucken, ob wir eventuell ein Schild sehen. So, ich glaube zwar nicht, aber Versuch macht klug, sage ich immer. Kurz aus der waffenfreien Zone raus.
sehen wir oben rechts an dem Symbol. So, jetzt sind wir raus. Dann landen wir, würde ich sagen, hier direkt mal auf diesem kleinen Plateau hier. Kann man sich echt nicht oft genug angucken, ne? So, zack. Wunderbar, dann steigen wir nochmal ganz schnell aus, lassen alles an, natürlich, logischerweise, ja, dann sind die Schilde natürlich aus, wenn wir jetzt hier ausmachen. Und dann geben wir hier nochmal einen Schuss ab und dann sehen wir, wir brauchen ja eigentlich nur einen Schuss, um zu sehen, ob die Schilde da um die Frachteinheiten vernetzt sind. Das habe ich vermutet, ne? Man sieht halt null Schild. Ne? Keine Ahnung, ob das mitgeschützt ist. Das müssen wir einfach irgendwie, ja, irgendwann nochmal mit beobachten. Ne? Ich denke mal, das ist jetzt einfach noch buggy wegen PTU, ne? Dass das einfach noch nicht angezeigt wird. Aber egal. So, gut. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch das Interior an, denn auch da steckt eine Menge Holz noch drin. Und auch hier erkennen wir natürlich den Style Guide vom Musashi Industrial and Starflight Concept. Die stecken wir jetzt mal weg. Ich würde sagen, wir fangen einfach hier mal an. Wir haben hier vorne ein... Moment. Man steckt die Waffe weg. Irgendwas ist hier. Mal kurz gucken. Nicht, dass hier einer Quatsch macht. Ach ja, da ist hier Mr. Hoverbike. Hat er sich wahrscheinlich vorhin geholt. Ja, ja, komm. Nee, wir machen einfach weiter. Was soll der schon machen mit dem Hovercord? Der hat ja noch nicht mal Waffen dran. So, wir fangen, wie gesagt, hier vorne in dem Komponentenraum an. Stecken die Waffe zum 1000. Mal wieder weg. Oder, wir machen es anders. Dadurch, dass er sie sowieso nicht wegsteckt, stecken wir sie einfach hier in den Schrank rein. So. Zack. Bitteschön. So, und zu. So, weg ist er. Hoffe ich zumindest. Gut. Dann jetzt aber dritter Versuch. Hier, der ist ja wohl nicht zu fassen. Mach die weg. Ist die jetzt da hinten noch in dem Schrank oder ist die jetzt raus? Nicht, dass sie sich jetzt hier tausendfach dupliziert hier. Ne, ist raus. Wegteleportiert. Na gut, okay, jetzt hoffe ich mal, dass es funktioniert. So, wir haben jetzt auf jeden Fall den Komponentenraum. Und hier haben wir nicht nur die Komponenten, sondern wir haben einen Schrank, den wir natürlich aufmachen können. Hier können wir dann letztendlich unseren Suit einpacken. Denn irgendwann wird es ja so sein, dass wir nicht mehr mit dicker Rüstung dann in den Sitz kommen. Hier ist dann Rucksack drin, die dicke Ausrüstung, wenn wir mal in kalten oder warmen Gefilde sind. Und wir können hier theoretisch das Ding auch von innen zumachen. Warum auch immer. Ne? So, können wir uns hier einsperren. Das geht theoretisch. Ne? Aber warum, kann ich euch nicht sagen. So, dann haben wir hier noch die Komponentenexzesse, die können wir auch aufmachen. Hier sehen wir auch die Pfeile, hier machen wir den oberen auf. Hier haben wir dann den Quantum Drive drin und die beiden Schildgeneratoren an der Stelle, beides Size 1, hatte ich ja schon gesagt. Und im unteren Bereich haben wir dann Power Plant und das könnte eventuell das Jump Drive sein. Ich kann es euch aber an der Stelle nicht wirklich sagen. Auf der anderen Seite ebenfalls zwei Schächte, einmal den oberen. Hier haben wir dann ein Kühlsystem drin und die Avionics. Hier werden wir dann wahrscheinlich später auch mit Computer Blades arbeiten können. Und auf der unteren Seite haben wir ebenfalls noch einen Kühler drin und noch einen leeren Raum. Ne, was da noch reinkommt, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht das Radar. Ne, man weiß es nicht so genau. So, dann haben wir hier natürlich wunderbares Licht oben noch an der Seite. Sehr, sehr schön gestaltet im Stile von Musashi Industrial Starflight Concept. Auch diese Gitter, das kennen wir natürlich alles schon. Die Beschriftung, auf die man auch unbedingt mal achten sollte. Und wir haben hier noch unterschiedliche Farbschemen, die wir durchschalten können. Wir haben einmal dieses Standardlicht, ne, das können wir einmal ausschalten. Und sagen, komm, wir wollen so ein bisschen Licht sparen. Wir machen hier mal das Standby-Licht an. Die wichtigen Sachen sind natürlich noch beleuchtet, wie die Ein- und Ausgänge der verschiedenen Räume oder Türen. Dann die Schalter sind noch beleuchtet.
Das gleiche können wir dann, wenn wir dann nochmal draufklicken, dann wieder rückgängig machen. Und wir haben hier noch ein Alarmlicht, was wir ebenfalls anschalten können. Warum wir das anschalten können, weiß ich ehrlich nicht, weil wenn jetzt Alarm angesagt ist, dann renne ich ja jetzt nicht quer durchs Schiff und mache dann Alarm an, damit das Licht hier rot ist. Das muss ja eigentlich irgendwie automatisch sein. Ich würde es wahrscheinlich sinnvoller finden, wenn man es einfach wieder ausstellen kann über den Knopf. Irgendwie so, ne? Aber ja, keine Ahnung. Und ich würde es zumindest auch cool finden, wenn es einen zentralen Knopf geben würde, dass man in jedem Raum sofort das Alarmlicht anmachen kann, denn wie ihr seht, ist es in dem Raum ja jetzt nicht an. Es ist nur für diesen Raum. So, das Ganze können wir dann auch wieder rückgängig machen. Was noch geht und was auch ziemlich cool ist, finde ich, ist, wir könnten theoretisch diese Tür jetzt hier schließen und wir könnten diese Tür jetzt abschließen. So, und jetzt ist sie theoretisch abgeschlossen. Wenn sie jetzt nicht aufwärmt. Ja, wahrscheinlich ist sie jetzt offen gelockt. Keine Ahnung. Ne? Ich zeig's euch nochmal hier drin. So, gehen wir hier nochmal rein. So, das ist halt das Cockpit. Ne? Das habt ihr ja gerade schon so ein bisschen gesehen. Wir gucken uns aber... Jetzt hat er diese Waffe da wieder. Er will mich fertig machen. Gib jetzt die Waffe her. Gibst du sie her? So, ich lass die jetzt mal fallen, glaube ich. So, tschüss. Boah, die macht mich fertig. Ich träume davon heute Nacht. So, auf jeden Fall gibt es hier auch die Möglichkeit, das Ding halt zu locken. Ne, ich weiß auch gar nicht, warum die jetzt immer automatisch aufgeht. Ich glaube, hier unten können wir diesen automatischen Türregler irgendwie noch an- und ausmachen. So, wir machen das auf jeden Fall jetzt mal zu und locken das Ganze mal. Und theoretisch wäre es jetzt so, dass hier jetzt keiner reinkommen könnte. Ne? Wenn wir jetzt überfallen werden würden, dann könnten wir uns jetzt einsperren und die müssten dann zusehen, dass sie entweder die Tür aufschweißen oder dieses ganze System hier hacken, damit die Tür aufgeht. Und in der Zeit können wir Hilfe rufen und auf Hilfe warten. So stelle ich mir das auf jeden Fall letztendlich irgendwie vor. So, was ist denn mit ihm hier schon wieder? So, genau. Dann haben wir natürlich hier auch die Möglichkeit, dieses wunderschöne Standby-Licht uns hier anzustellen. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich noch die Möglichkeit, ebenfalls hier ein Alarmlicht anzuschalten. So, so sieht das Ganze dann aus. Das sind so, ja, ich würde sagen, normalerweise sollten die sich drehen. Das machen sie jetzt hier nicht. Aber, keine Ahnung, stellt euch einfach vor, dass es sich dreht. Oh, sieht das toll aus, wie sich das dreht. So, genau. Aber auch hier, ne? Nur für diesen Raum und sonst nicht. So, dann würde ich sagen, wo wir schon mal hier sind, gucken wir uns gleich vorne mal das Cockpit an. Ja, auch das kennen wir ja so ein bisschen von der Prospector, obwohl bei der Prospector ist der Sitz ja noch aufgehängt. Ne? Das ist hier noch ein bisschen anders. Aber wir sehen auch hier, die Sicht ist wirklich völlig in Ordnung für ein MISC-Schiff. Ne? Das kennen wir schlimmer, ne? Wenn wir mal an die Freelancer denken zum Beispiel. So, dann haben wir hier halt einen Monitor, der ist aber noch Platzhalter, der macht noch nicht wirklich was. Wir haben die verschiedensten Knöpfe, die teilweise schon belegt sind. Hier haben wir einen Exit-Knopf, hier stehen wir dann einfach auf. Dann haben wir hier einen Monitor, wo wir mit der mittleren Maustaste dann auch reinzoomen können und hier wie gewohnt natürlich die verschiedensten Sachen uns anklicken können, ne, logischerweise. Dann haben wir hier oben ein paar Knöpfe, damit können wir das Landefahrwerk ein- und ausfahren. Wir haben hier den Decoupled-Modus, den wir an- und ausmachen können, Cruise-Modus und so weiter und so fort. Verschiedenste Einstellungen. Hier können wir dann natürlich das Cargo Grid ein- und ausfahren. Da gibt es leider keinen Shortcut für, hatte ich euch ja auch schon gesagt. Zumindest ist mir keiner bekannt für eine Tastaturbelegung oder sowas. Ne, das müssen wir wirklich über diesen Knopf hier machen. Das geht momentan nicht. Warum nicht? Weil wir hinten natürlich Fracht dran haben. Dann können wir hier den Quantum Spool Drive können wir hier anmachen. Steht auch hier, ne? QT für Quantum. Quantum, ne? Dann auf der Seite ebenfalls hier Quantum Display On-Off, Navigationsdisplay On-Off, HUD, haben wir hier noch irgendwas, noch einen Monitor und dann haben wir hier noch das Power Off und On und Engine On und Off und Shield und Weapon und Self-Destruction und was nicht noch alles an Knöpfen. Viele gehen noch nicht, das wird wahrscheinlich alles noch nach und nach reinkommen und einen Schleudersitz haben wir hier zum Glück nicht. So. Genau, so viel zum Cockpit. Hier oben sind auch noch ein paar Monitore. Könnt ihr ebenfalls mit dem mittleren Mausrad, wenn ihr das drückt, ranzoomen. Euch ebenfalls hier oben die Einstellungen suchen, die ihr wollt. Und hier sind die Annunciator-Panels, wo ihr seht, ob ihr aufgeschaltet werdet, ob eure Power low ist, wie jetzt zum Beispiel hier, ob ihr überhitzt und so weiter und so fort. Kompass, HUD
alles noch gleich. Das wird mit dem Musashi Industrial in Starflight Überarbeitung des HUDs natürlich noch verändert. Jeder Hersteller bekommt ja sein eigenes HUD letztendlich hier vorne und da bin ich mal gespannt, wann da die nächste Neuerung reinkommt, aber hier ist das, was wir halt bis jetzt kennen. Ja, die Waffen, die sind bei mir irgendwie aus, die gehen irgendwie nicht mehr, keine Ahnung warum, ne? Aber letztendlich egal, mit dem Ding würde ich eh nicht kämpfen, so gesehen auch völlig Wurst. Jo. So, meine Waffe bin ich jetzt echt losgeworden. Da unten liegt sie. Sehr gut. Ja, ansonsten, wie gesagt, hier unten oder besser gesagt, hier oben noch ein Licht. Ne, und alles wunderschön gestaltet hier mit so ein bisschen halboffenen Röhren. Aber jetzt hier erstmal im Cockpit nichts mehr außergewöhnlich. So, wir kommen natürlich nicht raus, weil wir abgeschlossen haben. Wir müssen jetzt hier erst wieder entlocken und dann geht auch die Tür wieder auf. So. Sehr, sehr schön. Dann gehen wir in die Habitations rein. So, ich glaube übrigens wirklich, dass dieser Knopf hier unten, der zeigt auf jeden Fall an, ob die Tür auf oder zu ist. Jetzt ist sie zu, ne? Das ist das Symbol für zu. Wenn ich aufmache, dann seht ihr, wird das Ganze dann so weiß, ne? So, und das bedeutet offen. So, ja. So ist das. Ne? Mach jetzt auf. So, genau, hier haben wir jetzt die Habitations, dann haben wir hier auf der Seite ein Storage, hier können wir uns Sachen reinpacken, wenn wir das dann wollen, ne? Wenn wir jetzt was hätten, dann könnten wir hier rüberpacken ins externe Inventar, hätten das hier dann gestored, ne? Das ist auch ziemlich cool. Und dann haben wir da unten noch eine Getränkemaschine wahrscheinlich, hier können wir uns dann später einen Kaffee ziehen. Auf der linken Seite haben wir dann unser Bett, hier können wir uns ausloggen, wenn wir das dann wollen. Und das ist dann auch gleichzeitig unser Escape-Pod, wenn diese Mechanik dann irgendwann reinkommt, um uns dann rauszuschießen und zu retten. Dann haben wir noch einen Monitor hier vorne, hier können wir dann später die Videos unserer Lieblings-YouTuber gucken, bevor wir dann Bubu machen. Auch sehr, sehr geil, dann hier oben diese offenen Rohre. Das mit den Übergängen, das sieht alles sehr geil aus. Was das hier ist, kann ich euch nicht sagen. Ne, das sind wahrscheinlich irgendwelche Batterien oder so. Aber wie gesagt, weiß ich nicht genau. Auf der Seite haben wir dann unser Waffenreck. Das hatte ich euch ja auch schon gezeigt gerade. Da haben wir Platz für 2 Langwaffen und 3 Kurzwaffen. Ob wir da oben auch ein Traktorbeam mit also Multitool reinpacken können, das kann ich euch gar nicht sagen. Das müsste man mal ausprobieren. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Ne? So, dann haben wir hier oben natürlich überall noch so Ventilationsschächte, denn später wird es ja auch so sein, dass wir verschiedene Räume auch abkapseln können von Sauerstoff, wenn es mal brennt zum Beispiel. Ne, das ist halt natürlich auch sehr wichtig. Einen Feuerlöscher habe ich hier noch gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier einen haben. Das wäre eigentlich gar nicht so unwichtig. Ne? Außer das Schiff kann das natürlich von selbst. Ne? Das natürlich wäre natürlich auch nicht schlecht. So, hier auch wieder die Möglichkeit, die verschiedenen Lichter durchzuschalten. Dann haben wir hier noch eine Küchenzeile, wo wir uns Essen hier rausdrücken können. Da kommt wahrscheinlich so ein Pastenzeug dann raus. Können wir hier direkt auch sitzen vielleicht. Dann haben wir hier noch ein paar Kekse, Ketchup, Messer und noch einen Kühlschrank. Den können wir auch aufmachen und uns dann Getränke reinstellen, wenn wir das dann möchten. Was natürlich auch wichtig ist. Hier haben wir noch ein Panel, aber das geht erstmal so auch nicht auf. Hier auch. Geht auch nicht auf. Ja, sehr, sehr schöner, schnuckeliger, kleiner Aufenthaltsraum. So, und wenn wir dann ordentlich getrunken haben, dann will das Ganze natürlich auch irgendwann mal wieder raus. Und dafür gehen wir dann hier in die Nasszelle rein. Hier haben wir dann einen Spiegel mit zwei warm oder einem Warmwasser und einem Kaltwasser. Ne, und da können wir uns dann schnell die Hände waschen. Sehr, sehr schön. Wir können hier uns natürlich auch einsperren, wenn wir das wollen. Dann kommt auch hier keiner ran und wir haben unsere Ruhe. Dann haben wir einen kleinen Medical-Kasten hier, einen kleinen Medizinschrank. Der geht auch auf. Ob wir dann später hier Sachen rein und raus tun können, das weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch nur optisch. Dann haben wir noch ein Handtuch. Hier haben wir noch ein Handtuch, ein bisschen duscht das, ne, an der Seite. Und hier haben wir dann, wie gewohnt, auch vom Musashi Industrial Starflight Concern, die Schacht-Dusch-Kombination, die wir hier unten auch ausfahren können. So, kommt auch das Toilettenpapier raus, ne, und dann können wir hier theoretisch dann unser Geschäft verrichten. Und hier können wir duschen, ne, sehr gut. Sehr geil, ja, finde ich gut, gefällt mir, ne. Ist alles da, was man braucht für den Einstieg in den Frachttransport und auch alles da, um ein paar längere Reisen im Wurst dann damit zu unternehmen. Ja,
Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. So. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wir werden das Ganze natürlich noch im Laufe der Zeit dann immer mal wieder benutzen. Also ich hatte mir mal eine Misk Hall A besorgt. Die werden wir natürlich noch mal testen, dann, wenn es soweit ist. Ne? Und werden natürlich noch ein paar Cargo Runs machen damit, logischerweise. Das ist jetzt erstmal nur die grobe Vorstellung, damit ihr wisst, was hier auf euch zukommt. Der offizielle Verkauf wird ja dann, denke ich mal, mit der Live-Schaltung der 3.17 starten. Und dann wisst ihr zumindest, Mensch, hier, ja, finde ich geil, brauche ich, will ich haben, finde ich super. Momentan, das Konzept lag, glaube ich, so bei $80. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Preis auf jeden Fall über 100 geht. Ich würde jetzt mal so auf 120 tippen, ne, wenn das Ding dann veröffentlicht wird. Und müsst ihr wissen, ob er das dafür ausgibt. Aber solche kleinen Schiffe, das kann ich euch sagen, die kann man auch wunderbar auch in-game sich zulegen. So viel Kohle ist das nicht. Ne, so. Gut, Leute, dann würde ich sagen, werde ich jetzt noch meine Fracht loswerden und ihr wisst hoffentlich ein bisschen mehr über dieses erste Schiff vom Musashi Industrial Starflight Concern, beziehungsweise das erste Schiff der Hall-Serie. Ne, der Musashi Industrial Starflight Concern, der hat natürlich noch andere Schiffe und die sind auch schon drinne. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dann die Hall C letztendlich kommt und wie die aussieht, und die werden wir uns natürlich angucken. Ein Schiff fehlt natürlich jetzt noch mit der 3.17, aber die oder das Schiff wird dann wahrscheinlich mit einem späteren Patch reinkommen. Es ist die Scorpius, ein Heavy Fighter, und das gucken wir uns natürlich auch an, sobald das dann da ist, Freunde. Ja, ich starte durch. Ihr genießt nochmal den Sound und dieses fantastische Triebwerk da hinten. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und da geht es dann um die Tankmechanik, Freunde. Also bis dahin, macht's gut, tschüss.